Es ist gut, dass Sie sich heute Morgen Zeit genommen haben für diese 10-Minuten-Andacht in Meditation und Stille. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Zeit soll heute unser Thema sein. Zeitnot, Zeitdruck, Zeitmangel, Zeit ist Geld, keine Zeit haben. Alles Begriffe, die in unserem Alltag häufig vorkommen. Zeit ist ein kostbares Gut, Mangelware in unserer Gesellschaft. Immer mehr Menschen haben immer weniger Zeit. Unter dem Stichwort Zeit fand ich im Lexikon diese Erklärung. Zeit ist der Übergang von Vergangenheit zu Gegenwart und von Gegenwart zu Zukunft. Also etwas zwischen schon und noch nicht. Heute stehen wir in dieser Spannung zwischen Vergangenheit und Zukunft. Wie kann es uns gelingen, mit unserer Zeit sorgfältig umzugehen? Wie kann es uns gelingen, unsere Zeit zu leben und nicht uns von der Zeit leben zu lassen? Wie können wir als Christen unsere Zeit sinnvoll gestalten? Wunderbare Zeitvermehrung, so nennt der Frankfurter Pfarrer Lothar Zenetti seine Geschichte, die er einer biblischen Geschichte nachempfunden hat. Jesus sah eine große Menge Volkes und die Menschen taten ihm leid. Er redete zu ihnen von der unwiderstehlichen Liebe Gottes. Als es dann Abend wurde, sagten die Jünger: Herr, schick diese Leute fort, es ist schon spät und sie haben keine Zeit. Gebt ihr ihnen davon, sagte er, gebt ihr ihnen doch von eurer Zeit. Wir haben keine, fanden sie, und was wir haben, das Wenige, wie soll das reichen für so viele? Doch da war einer unter ihnen, der hatte noch 5 Termine frei, mehr nicht, und dazu 2 Viertelstunden. Und Jesus nahm mit einem Lächeln die 5 Termine, die sie hatten, und die 2 Viertelstunden in die Hand. Er blickte auf zum Himmel, sprach das Dank- und Lobgebet. Dann ließ er austeilen die kostbare Zeit durch seine Jünger an die vielen Menschen. Und siehe da, es reichte das Wenige für alle. Am Ende füllten sie sogar noch 12 Tage voll mit dem, was übrig war an Zeit. 12 Tage Zeit bleibt übrig. Zeit, die wir füllen können, erfüllte Zeit. Zeit, die wir einander schenken können. Zeit, einander zuzuhören. Zeit der Ruhe, der Besinnung, der Orientierung, auch für uns selbst. Zeit zum Stillwerden vor Gott. Zeit, sich ihm zu öffnen. Zeit zum Gebet. Psalm 31 drückt es so aus: Auf dich, Herr, verlasse ich mich und spreche: Du bist mein Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen. Zeit können wir als Gotteszeit erfahren, als von Gott geschenkte Zeit. So wird Gotteszeit zu unserer Zeit, zu unserer Zeit in seinen Händen. All diese Gedanken möchte ich in Gottes Hand legen mit den Worten eines modernen christlichen Liedes. Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. Hast und Eile, Zeitnot und Betrieb nehmen mich gefangen, jagen mich. Herr, ich rufe, komm und mach mich frei. Führe du mich Schritt für Schritt. Möge Gott uns mit seinem Segen durch das Jahr 2021 begleiten. Amen. Vertrauen schenkt, für den bist du das Leben.